Ja, ich denke, dass der LASK sicher einer der Traditionsvereine in Österreich ist. Ich habe mich mit den Verantwortlichen getroffen und die Gespräche waren sehr positiv. Und nach diesen Gesprächen war es eigentlich relativ schnell für mich klar, dass ich gerne herkommen würde. Ja, man hat in den letzten Jahren gemerkt, dass da einfach was Großartiges entsteht. Und ja, man hat nachher auch gemerkt mit den Leistungen, was sie letztes Jahr in der zweiten Liga erbracht haben, dass das ein richtig cooler Verein ist. Und ja, und für mich war es nachher, wie ich die Option gehört habe, dass ich das habe, war es nachher keine Überlegung wert, das habe ich sofort machen müssen. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Fleisch, das klingt man ganz gut. Dann ein bisschen Gemüsebeilage oder so. Also ich kann schon durchaus kochen, also das würde mir jetzt keine Angst machen, wenn ich mal sowas machen müsste. Ja, ich glaube, ich würde Wiener Schnitzel machen, Wiener Schnitzel mit Pommes oder so irgendwas. Irgendwas, was schnell geht, was leicht geht und was jedem schmeckt. Ja, es ist schwer, also ich von klein auf eigentlich schon Fußballer werden wollte. Es war eigentlich immer mein Ziel, was ich dann auch erreichen konnte. Aber ich denke, mit der richtigen Einstellung und harter Arbeit kann man eigentlich fast in jedem Beruf Fuß fassen. Und von daher denke ich, dass ich da sicher offen gewesen wäre, auch für andere Berufe. Aber zum Glück musste ich mir diese Frage nicht stellen. Irgendwas im bürokaufmännischen Bereich. Da habe ich meine Ausbildung gemacht früher und das hat mir immer gefallen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich geworden wäre. Ja, da gibt es natürlich einige. Es ist natürlich immer schön, wenn man fürs eigene Land spielen darf. Ich denke, jedes Länderspiel war was Tolles, auch die Euro im eigenen Land war sicher ein Highlight für mich. Und auf Vereinsebene gab es dann auch immer wieder tolle Erfolge. Vor allem, wenn man gegen große Mannschaften gewinnen kann, wie Bayern München oder Manchester United oder und so weiter. Das sind natürlich immer spezielle Momente, an die man sich dann gerne zurückerinnert. Ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke, das war die Qualifikation für die U17-Weltmeisterschaft damals, wo wir sie als erster Jahrgang für ein großes Event qualifiziert haben. Und ja, ich glaube, dass das so ziemlich der emotionalste Moment bisher war. Ja, sicher. Also die jungen Fans, die das anschauen werden, werden die wahrscheinlich alle nicht mehr kennen, meine Vorbilder. Aber nein, ich habe immer gern britischen Fußball geschaut und auch die Mannschaft von Arsenal hat mir damals sehr gut gefallen mit Tony Adams und Ray Parler und so weiter. Sol Campbell, das waren so Verteidiger, die mir eigentlich immer Freude bereitet haben, sie anzuschauen und die sicher auch meine Vorbilder waren. Ja, es war eigentlich immer so der Peter Cech, zu dem habe ich eigentlich immer aufgeschaut. Jetzt, die letzten ein, zwei Jahre eigentlich nicht mehr so richtig, ich schaue einfach gern guten Fußball zu und da ist mir eigentlich egal, wer spielt.